Guten Nachmittag miteinander. Ich begrüße Sie recht herzlich in der Fachsession 6, öffentliche Beschaffung und agile Softwareentwicklung. Reto Mahut und ich, Stefan Sutter, sind jetzt das fünfte Mal bei der IT-Beschaffungskonferenz mit dem agilen Thema. Wir konnten uns da festkrallen mit dem Thema, haben noch nicht die Mehrheit geschafft und wir arbeiten dran. Heute Nachmittag haben wir drei Vorträge, die Lösungen aufzeigen, wie man auch in diesem komplexen Umfeld eigentlich agil entwickeln kann. Der Start macht Andreas Höhr aus Deutschland, von der Bundeswehr, wo sie Product Owner haben und mit agiler Entwicklung umgehen können. Ich bin gespannt, wie Sie das gelöst haben. Höhr, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Sutter, für die freundliche Einführung. Mein Name ist Andreas Höhr. Ich habe eine militärische Vergangenheit in Deutschland, bin aber nicht bei der Bundeswehr, sondern bin Unternehmensberater bei der Firma MSG, dem größten europäischen inhabergeführten IT-Beratungs- und IT-System-Integrationsunternehmen. Agile Methoden im Customer Product Management der Bundeswehr in der Fachsession öffentliche Beschaffung und agile Softwareentwicklung. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie und ich habe eine gute Nachricht für Sie. Die schlechte Nachricht ist, ich werde überhaupt nichts über agile Softwareentwicklung erzählen. Die gute Nachricht ist, das Customer Product Management ist das Beschaffungsverfahren, das Beschaffungssystem der Bundeswehr. Und da werde ich reichlich drüber erzählen können. Und insofern führe ich Sie oder nehme ich Sie mit auf eine Reise. Und zwar möchte ich was zum Auftrag der Bundeswehr sagen. Weil Beschaffungen in Deutschland haben keinen Selbstzweck, sondern letztendlich der Auftrag der Bundeswehr, die Fähigkeiten der Bundeswehr bestimmt hier auch den Umfang der Beschaffung. Ich werde dann einen kurzen Überblick geben über das sogenannte Customer Product Management, werde etwas über die Schwächen sagen, mit denen wir derzeit ganz massiv in Deutschland zu kämpfen haben, werde die Frage stellen, wo matchen möglicherweise agile Methoden mit dem Customer Product Management und werde dann die Frage versuchen zu beantworten, wie agile Methoden auf die Schwächen des Customer Product Managements wirken können. Die Folie ist voll. Es ist ein Zitat aus dem sogenannten Weißbuch, der Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und Zukunft der Bundeswehr. Ich will das jetzt nicht im Detail vorlesen, das soll Ihnen nur zeigen, dass die deutsche Bundeswehr, die deutsche Armee vielfältige Aufgaben hat, sei es in der Landesverteidigung oder aber auch Verpflichtungen letztendlich in diversen Bündnissen, sei es in der europäischen Integration, transatlantischen Partnerschaft, multinationalen Zusammenarbeit oder aber auch zur Wahrung der außen- und sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit. Das gehört ebenfalls zum Auftrag der Bundeswehr und dieser Auftrag kann letztendlich nur erfüllt werden, wenn die Bundeswehr über Fähigkeiten verfügt. Das heißt, man beschäftigt sich mit einem der Beschaffung vorgelagerten Prozess und heute Morgen in einer Session kam mal die Frage, wann wird jemand beauftragt, wann setzt der Beschaffungsprozess an der Stelle ein? Das ist in Deutschland, ich denke mal, ganz klar geregelt. Es gibt den Beschaffungsprozess vorgelagert in einen sogenannten integrierten Planungsprozess. Und dieser Planungsprozess hat nichts anderes vor, als permanent die Soll- und die Ist-Fähigkeiten der Bundeswehr zu überprüfen, die ja permanent, ich sag mal, durch Außen- und Sicherheitspolitik letztendlich beeinflusst wird. Das heißt, hier habe ich einen permanenten Soll-Ist-Vergleich und dort, wo Soll und Ist nicht zusammenpassen, findet man eine Lücke, eine sogenannte Fähigkeitslücke. Und an diesem Punkt der Fähigkeitslücke setzt letztendlich der Beschaffungsprozess der Bundeswehr ein. Das heißt also, Auslöser letztendlich für das Beschaffungswesen in der Bundeswehr ist die sogenannte Fähigkeitslücke. Doch nun zum Customer Product Management. Was ist das eigentlich? Also das Customer Product Management, CPM abgekürzt, ist eine ressortinterne Rahmenweisung des Bundesministeriums der Verteidigung. Das heißt, nur das Verteidigungsministerium in Deutschland beschafft Güter über dieses Customer Product Management zur fähigkeitsorientierten Bedarfsermittlung. Da haben wir wieder das Wort fähigkeitsorientiert. Also es geht nicht um nice to have, sondern es geht um must have, um den Auftrag letztendlich erfüllen zu können. Zur zeitgerechten wirtschaftlichen Bedarfsdeckung mit
einsatzreifen Produkten und Dienstleistungen. Vorrangig werden hier sogenannte Commercial-off-the-Shelf-Produkte am Markt gesucht oder Government-off-the-Shelf-Produkte. Und erst an der Stelle, wo es diese Produkte nicht mehr gibt, wird man unter anderem auch in Individualentwicklung gehen. Es gibt hier gewisse Rand- und Rahmenbedingungen dieses Customer Product Managements in Deutschland, die ich auch noch ganz kurz erwähnen will. Die Aufgaben der Bundeswehr als solches sind am Artikel 87a geregelt. Und historisch bedingt ist es so, dass die Soldaten keine Geräte, keine Rüstungsartikel beschaffen können, sondern hierfür ist das geregelt im 87b des Grundgesetzes. Dafür gibt es die zivile Wehrverwaltung. Das heißt, die Soldaten definieren ihren Bedarf und die zivile Wehrverwaltung hat die Aufgabe, letztendlich diesen Bedarf zu decken. Zudem, heute Morgen gab es, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle die Frage, wann gibt es freiwillige Vergaben, wann wird ausgeschrieben. In Deutschland ist es, ich sag mal, insofern klar geregelt, weil es hier letztendlich Ausschreibungsgrößen gibt, insbesondere für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Liefer- und Dienstleistungsaufträge größer 418.000 Euro muss europaweit ausgeschrieben werden. Da ist derzeit die deutsche Rüstungsindustrie ein bisschen erzürnt, weil die Bundeswehr schreibt derzeit gerade aus den Bau von 4 Mehrzweckkampfschiffen im Umfang von 4 Milliarden Euro. Also in etwa 4,1, 4,2 Milliarden Schweizer Franken. Und man muss sich das vorstellen, es wird europaweit ausgeschrieben und in Deutschland ist die Rüstungsindustrie privatisiert. Und es gibt durch die europaweite Ausschreibung nur die Möglichkeiten, dass staatlich subventionierte Staatswerften sich hier um den Auftrag bewerben können. Also das führt hier natürlich, ich sag mal, zu recht angeregten Diskussionen. Haushaltsrecht spielt ebenfalls eine Rolle. Beschaffung größer 25 Millionen Euro können nicht einfach beschafft werden, sondern ab dieser Größenordnung muss letztendlich das deutsche Parlament diesen Beschaffungen zustimmen. Gut, damit stelle ich Ihnen den Prozess mal im Detail vor. Ich fange mal, weil es hier am mächtigsten auch auftaucht, mit der Analysephase 1, Analysephase 2, Realisierung, Nutzung. Das sind die eigentlichen vier Phasen. Es schließt sich noch eine weitere Phase an, nämlich die Phase der Aussonderung und Verwertung. Oben links in der Ecke sehen Sie das Planungsamt der Bundeswehr, auch mit den Verantwortlichkeiten in der Analysephase 1. Und das Planungsamt der Bundeswehr, und Sie erinnern sich, was ich gesagt hatte bezüglich Artikel 87a, 87b, das Planungsamt der Bundeswehr, das sind die Soldaten, die den Bedarf letztendlich identifizieren, die Fähigkeitslücke identifizieren. Vorgelagert links unten in der Ecke können Sie sehen den integrierten Planungsprozess. Das wird im Planungsamt identifiziert und dann in der Analysephase 1 wird die Fähigkeitslücke beschrieben, eine funktionale Forderung oder die funktionalen Forderungen abgeleitet. Bei größeren Waffensystemen kann das vorkommen, dass das zwischen 3.000 und 15.000 funktionale Forderungen sind, die sich dort ergeben. Der Bedarfsumfang, die Nutzer werden definiert, die Nutzungsdauer und daraus mündet dann unten mit 3x F, wir sagen an der Stelle immer Triple F, eine sogenannte haushaltsbegründende Unterlage, die durch den ranghöchsten deutschen Soldaten, den Generalinspekteur der Bundeswehr, gebilligt werden muss. Das heißt, mit seiner Billigung bestätigt er an der Stelle, dass es diese Fähigkeitslücke tatsächlich gibt, dass diese Fähigkeit benötigt wird und dass man dann in die nächste Phase eintritt, in die Analysephase 2. Was ich noch nicht erwähnt habe, unterhalb Planungsamt und des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung, ich werde es im Fortgang des Vortrages nur noch Bundesamt nennen, gibt es ein sogenanntes integriertes Projektteam. In der Analysephase 1 stellt den Projektleiter für dieses integrierte Projektteam das Planungsamt der Bundeswehr und mit dem Übergang in die Analysephase 2 kommt der Projektleiter aus dem Bundesamt. So, das heißt, Sie haben hier letztendlich mit den Verantwortlichkeiten geregelt die Konformität zum Grundgesetz. So ist das in Deutschland vorgeschrieben. Nachdem der Generalinspekteur diese Triple F genehmigt hat, geht es in die Analysephase 2. Was macht man da? Hier bringt das Bundesamt insbesondere sogenannte technisch-wirtschaftliche Expertise ein. Das heißt, hier wird nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Hier wird auch der Zeit- und Finanzbedarf ermittelt, die Risiken, die Wirtschaftlichkeit, um dann wiederum in eine haushaltsbegründende Unterlage zu gehen, die AWE, die Auswahlentscheidung. Das heißt, hier werden in aller Regel dem Generalinspekteur drei Lösungsmöglichkeiten vorgestellt, wo er dann in einem Entscheidungsprozess eine Lösungsmöglichkeit zur Umsetzung auswählt.
So, und jetzt, weil ich heute Morgen in einer Session gesessen habe, wo kommt jetzt der Auftragnehmer, wo kommen die Externe ins Spiel? An der Stelle, wenn die Auswahlentscheidung getroffen ist, in der Phase der Realisierung, dann greift das Vergabeverfahren. Das heißt, je nach Größe dieses Projektes muss dann, wie gesagt, wie eingangs schon erwähnt, europaweit ausgeschrieben werden. Und die Tätigkeiten, die Sie hier sehen, Steuern, Überwachen der Realisierung, der Kosten, Risikomanagement, Nachweisführung, Genehmigung zur Nutzung, das sind alles Aktivitäten, die nur in diesem Bundesamt stattfinden. Ich habe aber gerade gesagt, es findet eine Auswahlentscheidung und eine Vergabe letztendlich an einen Externen statt. Wie der Externe das realisiert, ist völlig intransparent. Ja, das heißt, es gibt ja einen Austausch bezüglich einiger Termine. Es gibt aus einer sehr oft technischen Anlage zum Vertrag, wie es genannt wird, Liefertermine, die vorgegeben sind. Aber wie diese Liefertermine erreicht werden, ist völlig intransparent. Nur damit Sie mal einen Eindruck bekommen, in welchen Größenordnungen wird in Deutschland beschafft. Allein im Jahre 2015 wurden für militärische Beschaffung 3,75 Milliarden Euro ausgegeben, also in etwa, ich denke mal, 4 Milliarden Schweizer Franken. Zusätzlich gibt es noch Maßnahmen zur Materialerhaltung, insbesondere in der Phase der Nutzung, wo es darum geht, diese Fähigkeiten aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die Einsatzreife auch herzustellen. In dem Umfang wurden rund 3 Milliarden Schweizer Franken ausgegeben. Alles nur für 2015. Das Bundesamt hatte im vergangenen Jahr 1220 Projekte und hat 11.440 Dienstposten. Sie liegen falsch, wenn Sie jetzt glauben, dass diese 11.440 Dienstposten alles Projektleiter sind. Also es sind natürlich Juristen, die die Verträge ausstellen, das sind Beschaffer, Einkäufer etc. Das heißt, hier ist also ein ganz ordentlicher Umfang noch an Querschnitt dabei. Welche Schwächen gibt es in diesem Customer Product Management? Es gab im vergangenen Jahr eine sogenannte umfassende Bestandsaufnahme und Risikoanalyse zentraler Rüstungsprojekte. Ich muss jetzt vielleicht sagen, um Sie nicht völlig zu verwirren, wenn ich über diesen Beschaffungsprozess spreche, dann ist es, das bringe ich als Ergänzung noch, der Bundeswehr mit diesem Beschaffungsprozess relativ egal, ob sie Schrauben bestellen, ob sie IT-Systeme beschaffen oder aber Waffensysteme. Ja, bei Waffensystemen haben Sie sowieso die Situation, dass ITC, ITK, ICT, ITK, also Informationstechnologie, sowieso integraler Bestandteil dieser Waffensysteme ist. Aber es wird hier dieses Verfahren angewendet, ganz gleich, was beschafft wird. Das vielleicht noch als Hintergrundinformation. Gut, diese umfassende Bestandsaufnahme und Risikoanalyse hat hier zutage gefördert, dass klassische Schwächen des Wasserfallmodells oder der sequentiellen Vorgehensweise in den, im Projektmanagement hier vorliegen. Das heißt, man hat einen hohen Planungsaufwand. Es wird lediglich der Ressourcenverbrauch letztendlich kontrolliert und nicht die Menge der nutzbaren Eigenschaften, die erreicht worden sind. Zudem ist festgestellt worden, es gibt keine ausreichenden Strukturen und Vorgaben für die Projektphase. Was heißt das? Das heißt, dass der Projektleiter im Bundesamt im Wahl seiner Mittel, so will ich es vielleicht mal nennen, völlig frei ist. Das heißt, ob er agile Methoden anwendet, ob er klassische Methoden anwendet, ich sage mal jetzt ganz ketzerisch, ob er überhaupt keine Methoden anwendet, da ist er völlig frei. Ja, es haben sich natürlich innerhalb des Bundesamtes einige Methoden etabliert. Klassische Projektmanagement-Methoden natürlich. Es gibt in Deutschland das sogenannte V-Modell XT. Das ist ein Vorgehensmodell zur Systementwicklung, was, ich nenne es mal ganz salopp, sehr beliebt ist dort im Amt. Und einige, ich nenne es mal junge, aufstrebende Menschen im Bundesamt, wenden auch agile Methoden an, insbesondere natürlich auch in Softwareentwicklungsprojekten beziehungsweise in IT-Projekten. Des Weiteren ist festgestellt worden, dass es überhaupt keine verbindlichen Quality Gates gibt. Also die Verträge legen das auch gar nicht aus, wo man auch festgestellt hatte, dass man einen erheblichen Bedarf in der Vertragsgestaltung hat. Hier freue ich mich dann schon auf Ihren Vortrag, den Sie gleich halten werden, Herr Dr. Straub. Und die Projektstrukturen sind hochgradig räumlich verteilt. Das heißt, das Bundesamt liegt in der Mitte von Deutschland. Da ist das konzentriert, das Zentrum der Beschaffungsmacht, so will ich es mal nennen, aber Schiffe werden nun mal an der Küste gebaut oder IT-Systeme werden dann auch an anderen Stellen gebaut. Das heißt, die Projektteams sind dort letztendlich nicht zusammen. Dann der Zusammenhang zwischen den Forderungen des Nutzers und den technischen Spezifikationen ist ebenfalls nicht ausreichend dargestellt. Budget- und Terminüberschreitungen werden zum Teil erst zu spät erkannt. Bringe ich Ihnen gleich auch noch eine Zahl, die vielleicht für Sie von Interesse sein könnte. Und die personelle Ausstattung des Projektteams ist in vielen Fällen nicht ausreichend. Die Ressource guter Projektmanager ist auch in Deutschland sehr knapp. Und das heißt, dort, wo es letztendlich in diesen Rüstungsprojekten brennt, 1220 habe ich Ihnen genannt,
werden die Projektleiter abgezogen oder sie verfolgen auch mal militärische Aufgaben. Also insofern kann die Kontinuität in dem Projekt nicht sichergestellt werden, obwohl in diesem integrierten Projektteam, in diesem Prozess es eigentlich vorgesehen ist, dass ein Projektleiter im Bundesamt, wenn er denn mal die Verantwortung übernommen hat, für dieses System bis zu seiner Aussonderung verantwortlich ist. Und bei Waffensystemen kann das schon mal 40, 50 Jahre sein. Gut, es sind im vergangenen Jahr 19 Beschaffungsvorhaben untersucht worden, weil wir sind ja bei den Schwächen. Da hat man festgestellt, dass zum nächsten Meilenstein durchschnittlich eine Verspätung von 41 Monaten da war und dass die Rüstungsprojekte 12,6 Milliarden Euro in etwa, ich schätze mal, 13 Milliarden Schweizer Franken teurer geworden sind als ursprünglich mal geplant. Gut, wie hat die Bundeswehr reagiert? Man macht natürlich meistens dann eine organisatorische Maßnahme, das hat man auch gemacht. Die Verteidigungsministerin hat eine Unternehmensberaterin eingestellt, die zur Staatssekretärin gemacht. Die Staatssekretärin hat eine Agenda Rüstung aufgestellt mit einer Vielzahl von Teilprojekten, so unter anderem im Bereich Strategie, Grundlage, Vertrags-, Lieferantenmanagement, Berichtwesen, Parlament, Risiko, Berichtswesen, Portfoliomanagement, integriertes Projektmanagement, Organisationsentwicklung, komplexe Dienstleistungen, Informationstechnik. Was mich jedoch interessiert, ist, wie innerhalb des Customer Product Managements agile Methoden angewendet werden können. Gibt es überhaupt, macht es überhaupt Sinn? Kann man die agilen Methoden zu diesen Beschaffungsverfahren letztendlich matchen? Gibt es da Ansatzpunkte? Grundsätzlich denken wir, dass das möglich ist. Sie erinnern sich an den Prozess mit der Auswahlentscheidung. Dort sind die Forderungen insgesamt spezifiziert. Und diese Forderungen mit den festgelegten Eigenschaften des Gesamtsystems werden bei agiler Realisierung in einzelne Teileigenschaften zerlegt. Das macht man zum Beispiel beim V-Modell XT, was in der Bundeswehr Anwendung findet, unter anderem auch System, Teilsystem, Segmente etc. Also insofern scheint das aus meiner Sicht gut geeignet zu sein. Hinsichtlich der Rollen, wie lassen sich die Rollen, die wir, und wir haben ja mal Scrum untersucht, auf dieses Beschaffungssystem, Beschaffungsverfahren der Bundeswehr anwenden? Wenn die Analysephase 2 abgeschlossen ist und geht in die Realisierung, dann ist per se, das ist so festgeschrieben in diesem Customer Product Management, der Präsident des Bundesamtes, beziehungsweise, wie es immer so schön heißt, ein von ihm ernannter Projektleiter, verantwortlich für die Umsetzung. Das heißt, hier habe ich bei der Methode Scrum Product Owner. Eine bessere Rolle kann es doch eigentlich für diesen Projektleiter in diesem Bundesamt gar nicht geben, weil er gleichzeitig, so auch im CPM, die Erwartungshaltung der Kunden repräsentiert, die wirtschaftliche Verantwortung hat und relativ einfach, und jetzt springe ich wieder in Richtung Scrum, durch Hinzufügen, Löschen oder Ändern der Priorisierung von Eigenschaften den Produktbacklog verändern kann. Auch die Aufstellung multifunktionaler Teams, ich denke, das ist eine organisatorische Herausforderung innerhalb des Beschaffungsverfahrens der Bundeswehr, sollte, so wie es im Scrum auch vorgegeben sein, ebenfalls kein Problem sein. Auch die Teams stabil zu halten, sollte kein Problem sein. Da ist halt das Verfahren in Deutschland so, dass man dann die Hierarchie immer weiter hochgeht und es letztendlich eskalieren lässt, damit das Team dann zusammenbleibt. Und um die Verzahnung hinzubekommen, wäre es, so waren wir der Meinung, eine gute Idee, wenn der Product Owner letztendlich aus dem Bundesamt kommt, weil er repräsentiert letztendlich die Erwartungshaltung seiner Nutzer, der Scrum Master hingegen vom externen Auftragnehmer kommt, um hier eine Verzahnung hinzubekommen. Die Realisierung ist ebenfalls auch in Rüstungsprojekten aus unserer Sicht in Sprints mit fester Dauer möglich. Die Transparenz von Product Owner und anderen Stakeholdern ist, ich sag mal, dadurch durch die, das ist ja die Eigenart letztendlich der agilen Methoden ebenfalls gegeben. Und damit können dann über den Projektverlauf durch den Product Owner, der gleichzeitig Projektleiter des integrierten Projektteams nach CPM ist, ich sag mal, Probleme in der Machbarkeit frühzeitig erkannt und korrigiert werden. Die Stakeholder können ebenfalls sinnvollerweise eingebunden werden, wenn man von Sprints spricht. Entweder nach jedem Sprint, Stakeholder an der Stelle sind die Nutzer, sind Mitglieder des integrierten Projektteams, sind aber auch Vertreter des Haushalts, von Controlling, aus der Leitung des Bundesministeriums etc. Und diese iterative Struktur bietet natürlich auch die Möglichkeit, Quality Gates letztendlich einzuplanen. Gut, wie wirkt das jetzt auf die im Rüstungsmanagement festgestellten Schwächen?
Die Rolle des Projektleiters des integrierten Projektteams ist ja in diesem Customer Product Management eine ganz zentrale Rolle. Ich sprach davon, wie lange er letztendlich die Verantwortung für dieses System behält. Ganz gleich, ob es ein Waffensystem oder Informationstechnologie ist, also ein IT-System ist. Aber diese Rolle des Projektleiters des integrierten Projektteams, auch als Product Owner, stellt sicher, dass die Interessen der künftigen Nutzerbetreiber auch in den Realisierungsphasen kontinuierlich berücksichtigt werden. Durch das Konzept dieser iterativen Entwicklung mit Lieferung nutzbarer Eigenschaften nach jedem Sprint können die künftigen Nutzerbetreiber bereits frühzeitig einen Eindruck über die Machbarkeit bzw. auch über die Nutzbarkeit ihrer Anforderungen erhalten. Und Änderungsbedarf, wie ich es auch schon geschildert hatte, kann relativ schnell, aber immer im Rahmen dieser Auswahlentscheidung, also es darf jetzt nicht bei der Veränderung des Product Backlogs dazu führen, dass ein völlig neues IT-System ausgewählt wird oder ein völlig neues Projekt neben dem Projekt läuft, sondern da ist die Maßgabe letztendlich die Auswahlentscheidung, können dann hier besser umgesetzt werden als bei der sequentiellen Realisierung. Dabei werden die Produkteigenschaften strikt in der Reihenfolge der Wichtigkeit umgesetzt. Wichtigkeit deshalb, weil ich sprach eingangs davon, dass es einen vor dem Beschaffungsprozess vorgelagerten Planungsprozess gibt, der immer wieder kontinuierlich die Fähigkeiten der Bundeswehr überprüft. Und es kann durchaus sein, dass ein laufendes Projekt damit konfrontiert wird, dass sich letztendlich die Fähigkeitsanforderungen an der Stelle ändern. Also es wäre an der Stelle fatal, wenn man, ich sag mal, bis zu dem Zeitpunkt in der Projektdurchführung bisher nur Produkteigenschaften realisiert hätte, die keine Priorität hätten. Das Projektteam, das gibt die, geben letztendlich die agilen Methoden vor, konzentriert sich im Wesentlichen auf die Vorgehensweise auf die Planung und Steuerung der Umsetzung der Eigenschaft, des Budgetverbrauchs und der Terminplanung. Die werden die einzelnen Aktivitäten im Detail in Eigenregie übernehmen. Das heißt, für den Projektleiter sowohl im Bundesamt als auch letztendlich auch auf Auftragnehmerseite sehen wir das so, dass der Aufwand für Planaktualisierung deutlich reduziert wird und zudem, dass es, weil es die Verzahnung gibt, zudem auch noch konsistent ist. Die Retrospektive im Sinne eines Lessons Learned, das passt in diesem Customer Product Management ebenfalls wunderbar, liefert zudem die Möglichkeit, in kurzen Zeiten zu Prozessverbesserungen zu kommen. Derzeit ist es halt so, dass in der Realisierung dieser Projekte bei der Bundeswehr Realisierungszyklen von 1,5 Jahren sind. Dann bekommt man entweder, ich sag mal, ein Teilergebnis oder man hat eine Verzögerung, das Budget reicht nicht aus. Und hier in kürzeren Abständen letztendlich, ich sag mal, brauchbare Ergebnisse dort an der Stelle zu haben, in der Retrospektive zu betrachten, führt dazu, dass man in kürzeren Zeiten einen deutlichen Zugewinn auch im Bereich des Wissensmanagements zur kontinuierlichen Prozessverbesserung hat. Die Bildung kleiner Teams erleichtert aus unserer Sicht die Zusammenarbeit und da haben wir ebenfalls die Empfehlung gegeben, dass diese Teams an einem Ort zusammengezogen werden sollten. Ich bleibe bei dem Beispiel der Schiffe. Es macht keinen Sinn, wenn von Seiten des Bundesamtes die verantwortlichen Personen letztendlich in der Mitte Deutschlands, in Koblenz sitzen, die Schiffe an der Küste gebaut werden. Das heißt, hier sollten die Teams, das ist auch unsere Empfehlung an der Stelle, zusammengezogen werden. Und diese interdisziplinäre Teamzusammensetzung, das hatte ich bereits erwähnt, stellt insbesondere auch die Integration und Konsistenz von Auftraggeber- und Auftragnehmerplanung sicher. Was ist mein Fazit aus den Dingen, die ich Ihnen gerade erklärt habe oder aufgezeigt habe? Das Customer Product Management bleibt das Beschaffungssystem der Bundeswehr. Es geht nicht darum, jetzt durch agile Methoden das Customer Product Management abzuschaffen. Das ist nicht die Intention, sondern insbesondere, das haben wir mal betrachtet, in der Phase der Realisierung, wobei wir da IT-Systeme eigentlich ausgeblendet haben, weil wir gesagt haben, da funktionieren ja agile Methoden sowieso. Haben wir gesagt, uns interessiert bei Bauvorhaben der Bundeswehr, sei es, dass Flugzeuge, dass Schiffe etc. gebaut werden, ist es da ebenfalls möglich, agile Methoden anzuwenden. Deshalb haben wir auch gesagt, wir glauben, dass die agile Methoden diesen CPM-Prozess, Customer Product Management-Prozess, ergänzen können, effektiv und effizient auch zu unterstützen. Insbesondere näher an dem Projekt zu sein, durch kurze Entwicklungszyklen, durch die Retrospektive, führt dort letztendlich, ich sag mal, zu den Effizienzvorteilen auch. Gerade in der Realisierungsphase sind agile Methoden damit auch in Nicht-Software-Entwicklungsprojekten geeignet, den Forderungen nach einem transparenten, effizienten Rüstungsmanagement gerecht zu werden. Und was wir auch festgestellt haben, da sind wir derzeit auch mit der Leitung
des Planungsamtes im Gespräch, dass man auch in vorgelagerten Prozessen mal darüber nachdenken kann, wenn dort Projekte aufgesetzt werden, weil Rüstungsprojekten werden in aller Regel in Deutschland Studientätigkeiten vorangeschaltet, dass man auch in diesen Projekten agile Methoden anwenden kann. Das, was ich Ihnen jetzt in knapp 30 Minuten vorgetragen habe, können Sie auch nachlesen. Und zwar ist das veröffentlicht auf der einen Seite im Behördenspiegel im März dieses Jahres oder aber, Sie fragen in meinem Unternehmen nach, dort gibt es ein Public-Kundenmagazin der MSG für den Public-Sektor. Dort gibt es einen Sonderdruck und da sind diese Dinge, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe, ebenfalls nochmal zusammengefasst. Das schließt mein Vortrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Mein Bild von der Rüstungsindustrie wurde bisher durch hohe Regulation und wirklich sehr steife vorgegebene Vorgehensweise geprägt, mal theoretisch, und jetzt bin ich angenehm überrascht, dass es doch geht, auch in solchen Modellen agile Vorgehensweisen anwenden zu können. Sie haben gesagt, ein Backlog kann man relativ einfach easy umstellen, das alles schlagen und geht durch und entscheiden kann man von heute auf morgen. Das hat mich doch schon recht überrascht. Wo liegt denn der Haken? Also ich soll jetzt Ihre Frage wiederholen für den Podcast. Ihre Frage war ja, ob die Bundeswehr nicht an der Stelle überreguliert ist und jetzt sei es möglich, den Produktbacklog relativ einfach zu verändern und damit, ich denke mal, auch das Projekt agil zu steuern. Und Ihre Frage ist, wo der Haken liegt. Der Haken liegt letztendlich, ich sage mal, die Amtsleitung des Bundesamtes, das Ministerium und andere Stellen davon zu überzeugen, dass diese agilen Methoden auch tatsächlich angewendet werden. Ich habe an einer Stelle gesagt, dass man viele, viele Teilprojekte aufgesetzt hat, unter anderem auch ein Teilprojekt zum Thema integriertes Projektmanagement. Damit beschäftigt sich man mit organisatorischen Regularien, aber es geht auch um einheitliche Methoden, Verfahren, Konzepte, Templates, die dort entwickelt werden sollen, weil die Aussage an der Stelle ist, Projekterfolg reproduzierbar zu machen. Das wird angestrebt. Aber mit dem, was ich Ihnen hier heute vorgestellt habe, stehen wir absolut am Anfang. Ja, ich habe es an einer Stelle meines Vortrages auch gesagt, es gibt den ein oder anderen jüngeren Projektleiter, der agil affin ist und mit der Entscheidungshoheit, die er dort hat, diese agilen Methoden auch anwendet. Es gibt aber derzeit noch keine Kriterien dazu, wann wähle ich klassisch, wann wähle ich agil. Macht es Sinn, möglicherweise auch beides anzuwenden als hybride Projektmanagement-Methode? Das ist bei weitem noch nicht geklärt. Da ist man im Rüstungsmanagement der Bundeswehr am Anfang. Ich hätte noch eine Frage. Es ist ja, Sie haben es angesprochen, in der Presse ist ja wirklich diese sehr krisenhafte Entwicklung in der Bundeswehr, dass ja viele Kampfsysteme nicht so sind, wie sie sein sollten. Und Sie haben ja auch gesagt, was da getan wurde, jetzt bezüglich dieser agilen Methoden. Die Frage ist doch, ob viele dieser Probleme, die entstanden sind, nicht im Requirements Engineering entstanden sind. Also ich kenne als Erzzivilist einige Aussagen, die dahingehen zu sagen, dass man eine riesen Requirements-Liste, was alles gebracht werden muss von einem künftigen Waffensystem, die dann in der Industrie auch extrem schwer umzusetzen war. Das ist eine Hypothese, die ich von verschiedenen Stellen gehört habe. Die Frage ist, wie wird das durch dieses Agile, wird es da eventuell besser adressiert, wenn dem denn so sei? Mit allem Vorbehalt. Also Ihre Frage ist, ob die Probleme im Rüstungsmanagement der Bundeswehr oder in den Rüstungsprojekten nicht ganz einfach dort herrühren, dass die funktionalen Anforderungen unscharf sind, kann man das so formulieren? Zu umfangreich sind. Ja, ja. Es ist in der Tat so. Die Überlegung, die wir an der Stelle haben, ist halt, dass wir sagen, es gibt dieses schöne Beispiel, how to eat an elephant. Wenn wir ein Waffensystem wie ein Mehrzweckkampfschiff haben, wo wir, ich glaube, über 5000 Nutzerforderungen dort haben, beziehungsweise funktionale Anforderungen, dann kann man dieser Komplexität letztendlich nur Herr werden, indem man diese Dinge, ich sag mal, so klein wie möglich und damit auch beherrschbar macht.
Das ist in der derzeitigen Durchführung der angewendeten Projektmanagementmethoden der Bundeswehr, ich sag mal, überhaupt nicht klar vorgegeben oder dass man da mal eine Hilfestellung gibt. So, und das, was wir halt erreichen wollen, ist für die in Anführungsstrichen armen Projektmanager dieses Bundesamtes, dass sie letztendlich auf brauchbare Dinge zurückgreifen können, um die Komplexität in den Projekten letztendlich auch der Komplexität Herr zu werden. Und ich bin fester Überzeugung, die agilen Methoden, insbesondere auch durch die Möglichkeit, ich habe es jetzt am Beispiel von Scrum dargestellt, der Sprints, sind da probates Mittel, um festzustellen, wenn Eigenschaften entwickelt werden, die letztendlich an den Fähigkeiten, die der Nutzer fordert, vorbeigehen. Vielen Dank, Herr Föhr. Ja. Also der nächste Vortrag ist von Wladimir Ritschicki. Er ist bei der SPD für ein großes Team verantwortlich, wo Software baut, und er hat ab und zu auch schon den Fall gehabt, dass technische Schuld eine Rolle spielt, und er erzählt uns hier so sein Erlebnis und Ideen, wie man damit umgehen kann. Wladimir, vielen Dank. Schönen guten Nachmittag miteinander. Mein Name ist Wladimir Ritschicki. Ich bin ein gebürtiger Tschechoslowake, wo sich vor 2-3 Monaten in einem sehr lockeren Dialog mit dem Stefan ausgetauscht hat zum Thema, ja, technische Schuld, wie ich die Welt so sehe und so allgemein. Und der Stefan hat nachher die Idee gehabt, ja, komm doch vorbei an die IT-Beschaffungskonferenz, wir reden darüber dort, du könntest doch einen Vortrag machen. Und so kam es zustande, und ich bin sehr froh, bin ich hier, dass ich zu Ihnen reden darf und dass wir den Saal sogar fast gefüllt haben. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass es sich das gelohnt hat, den Vortrag zu besuchen. Und ja, die 20 oder 30 Minuten, die sind brutal schnell vorbei. Und ich werde wahrscheinlich ein bisschen schneller vorwärts kommen. Daher, falls ich euch irgendwo abhänge, geben Sie mir bitte ein Zeichen. Dann komme ich wieder zurück, wieder runter und starte wieder nochmal durch. Ich fange mit einem Zitat an. Dankeschön. Das Zitat haben wir heute gehört von Herrn Grüber. Er hat gesagt, wir beschaffen IT wie Ziegelstein. Ich könnte nicht mehr einverstanden sein mit dem. Das ist fantastisch. Die Aussage sitzt perfekt. Und ich habe das Gefühl, wir reden viel über IT und wir beschaffen das und wir kreisen das Thema ein bisschen um und sagen, was könnte besser werden, welche Vertragsformen und überhaupt. Aber lass uns mal die Box einfach auftun. Was ist denn IT? Was beschaffen wir? Was ist es? Und das ist es hier oben. Das, die Zeilen von Code dort rechts oben, das ist IT. So sieht es aus. Mit solchen Bildern werden die Software-Engineers ca. 200 Tage im Jahr, 8 Stunden pro Tag konfrontiert. So etwas starren sie an die ganze Zeit. Und das verändern sie. Okay. Jawohl. Also das ist IT. Jetzt, ich bin angestellt bei der SBB. Ich bin wohnhaft in Bern und darf ich mich jeden Tag für SBB oder zugunsten der SBB einsetzen? Mache ich sehr, sehr gern. Auch deswegen, weil die Unternehmung, die ist wirklich sehr groß und recht komplex und da kann man jede Menge lernen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ich bin seit 2 Jahren dabei. Die Kennzahlen können Sie auch selber lesen. Es ist komplex, es ist groß. Ich sage etwas noch dazu. Wir haben gerade Code gesehen, also die Zeilen da oben. Währenddessen, dass ich spreche, und ich werde 30 Minuten lang hier zu Ihnen was erzählen, werden einige Zeilen von Code angefasst bei der SBB IT, jetzt, gerade, in Bern, in Worblaufen, in Basel, sonst wo. Was glauben Sie denn, wie viele Zeilen Code werden angefasst oder verändert? 10, 20, 30 Minuten Zeit, 20, 30, ungefähr 800. 800 werden verändert, angefasst, angeschaut, analysiert. Was glauben Sie denn, wie viele Zeilen Code braucht es, um eine Software lahmzustellen? Genau, richtig. Eine reicht aus. Also das Thema ist relevant, es ist sehr relevant. Gut, also Code ist etwas Spezielles, es ist kein Ziegelstein. Es ist ganz anders, man kann es fast nicht anfassen, man kann es lesen, verändern. Gut, das nächste Bild folgendermaßen. Können wir uns darauf einigen, das ist ein Baum dort in der Mitte. Ganz einfach, das ist eine grüne Wiese. Hinten dran ist irgendwas, aber es ist eine grüne Wiese. Wir haben sogar einen Wegweiser.
So hat die Welt in den 90ern ausgesehen. So haben die Codebasisstücke ausgesehen. Wenn ein Entwickler die Arbeit aufschlägt, am Morgen hat er sowas gesehen. Also klar, wir haben Bäume, Wiese, mir wurde gesagt, mach doch eine Straße nach Norden, gut, kein Problem, Wegweiser, ich lege eine Straße dadurch. Alles ist easy. Das war in den 90ern. Das ist jetzt heute nicht mehr so. Das Bild sieht ein anders aus. Wenn man die Software nachher anschaut, heute, ist es ein bisschen das. Also es ist nicht mehr so ganz klar, wo der Norden ist. Nein, was ist der Baum, was ist kein Baum? Ist das ein Stein hier eigentlich, hier unten? Ist es ein Bach da, wo da durchfließt? Wo soll ich die Straße denn legen? Gibt es welche giftige Tiere da unterwegs? Wo soll ich es anfassen, dass es nicht kaputt geht? Das ist das Gefühl heute von einem Entwickler. Ich rede jetzt nicht von Mickey Mouse Webshop entwickeln. Ich rede von Systemen, die ein bisschen was bedeuten. Okay, gut. Also, die Software Engineers, die sind für mich so etwas wie Gärtner. Und die Gärtner haben manchmal einen recht schwierigen Job. Und was ist denn schuld dran? Was macht den Job so schwierig? Das urwäldige hier, dem sagt man in der Software-Engineering-Jargon technische Schuld. Je verwachsener das Ding, desto technischer verschuldeter ist die Codebasis. Das ist die Definition. Okay? Die alphanumerische Definition sehen wir hier unten. Technische Schuld macht Veränderungen einer Software aufwendig und oder riskant. Okay? Also das ist es. Mit der Definition müssen wir jetzt alle zusammen leben. Für die restlichen Minuten ist wichtig. Bitte merken. Okay, jetzt mache ich eine Klammerbemerkung. Ich werde gleich zum Thema Beschaffung etwas sagen. Sie müssen sich etwas gedulden. Bitte hört mit dem beschaffungstechnischen Ohr zu allem, was ich da erzähle. Ich formuliere jetzt eine Hypothese und ich sage, die Art und Weise, wie wir heute Einkaufserfolg messen, funktioniert lange nicht mehr. Das sind keine Ziegelsteine. Wir haben sicherlich ganz viele Einkäufer unter uns hier. Und sicherlich wissen diese Einkäufer, wie sie sich messen und ihre Erfolge feiern, auf welcher Basis, welcher Kennzahl. Meine Aussage ist, diese Kennzahl hat ausgedient. Die funktioniert nicht bei der Software, wirklich nicht, glaubt mir. Okay, gut, also das mit der technischen Verschuldung, das ist so der typische Dialog, der stattfindet unter Software-Engineers. Ist nicht erfunden, das ist tatsächlich Realität, so bitter es tönt. Unter Druck erzeugte, gebaute Software ist in der ersten, zweiten, vielleicht dritten Version noch wartbar und okay, aber nachher wird es sehr, sehr schwierig. Ganz schwierig. Wir können uns vorstellen, dass da der Herr in der grünen Krawatte ein externer Mitarbeiter ist, der gerade in das Team reingekommen ist, voller Elan und Illusionen über, wie schön das sein wird bei dem Kunden und eben nicht so. Es kann sehr weit kommen, dass die Software-Engineers, und das ist die brutale Phase, und die gibt es, zweites mit Tut gibt es die, die fürchten sich vor eigener Software. Haben Sie schon mal Angst vor einem Ziegelstein gehabt? Nein. Gut, genau, runterkommt, genau. Aber es kommt so weit. Was passiert nachher? Keiner traut sich an, die Software anzufassen irgendwo. Wesentlich. Alles wird so dran gebaut. So ein bisschen ja nicht anfassen im Herz, weil sonst könnte es ja zum Stillstand kommen. Sonst fahren die Züge nicht mehr. Nicht gut, oder? Ein bisschen Angst. Gut, ja, und dann fahren wir weiter mit diesem Thema. Software, Software, Softwarecode. Was hat es mit dem Geschäftsgang zu tun? Ist es relevant? Ja, das ist es, glaube ich. Ich mache die nächste Aussage. Der Inhalt, die Leistung oder Performance und die Flexibilität unserer Geschäftsprozesse, die wird uns diktiert. Nicht durch Ziegelstein, sondern durch die Codebasis. Und zu der Aussage stehe ich. Sie können mich gerne zitieren, ich werde es bestätigen. Das wird diktiert. Wenn wir meinen, wir sind diejenigen, die unsere Geschäftsprozesse im Griff haben und beschleunigen können und umgestalten und flexibel anpassen, nein. Im Hintergrund lacht uns unsere Codebasis aus. Die weiß haargenau. Die erlaubt von bis. Und jetzt, wie sieht es aus in einem Geschäftsprozess? In einem Geschäftsprozess sind typischerweise einige solche Software-Systeme beteiligt. Normalerweise in einer Kette. Okay?
wie schnell ist der Geschäftsprozess denn, wie flexibel ist er? Genau gleich wie das schwächste Glied davon. Das schwächste Glied, ich habe die rote Farbe genommen dafür, den finden wir und da müssen wir ein bisschen Beachtung dem Teil schenken, weil dort geht etwas ab, was uns ausbremst. Und uns heißt unsere Geschäftsperformance, die Business Cases, Geld, Cashflow, das wird hier, das ist, davon ist die Rede, nicht von einer schönen Architektur, sondern von Erfolgsrechnung. Wie viel Kohle ist unten dran nach Ende des Jahres? Gut, und ich behaupte, wir sind alle agil, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung, nicht wahr? Und das hat eine Konsequenz, die Konsequenz ist relativ einfach. Was bedeutet agil? Schnell ändern können, anpassungsfähig bleiben. Weil agil heißt, wir lernen as we go. Wir wissen nicht alles zum Voraus. Digitalisierung heißt, was bedeutet Digitalisierung? Die Geschäftsprozesse werden zunehmend mehr in solcher Codebasis abgebildet. Die Geschäftsprozesse sind Codebasis. Das ist Digitalisierung. Okay, das hat Konsequenz. Und die Konsequenz werde ich gleich einblenden. Und das, was ich einblende, lässt sich nicht googeln. Das ist ein Begriff, was ich frei erfunden habe. Und dort geht es um sogenanntes, kennt jemand hier TCO, Total Cost of Ownership? Vergessen Sie TCO. Es ist nicht mehr relevant. Es ist nicht mehr relevant. Wenn ich Ihnen sage, mein Software-System hat TCO von 50 Millionen. Was habe ich damit ausgesagt? Bin ich ein Held oder ist das nicht genug? Soll es 100, soll es 100 heißen? 200? Wenn mein System nur 2 Millionen TCO hat, kann ich nicht in oberen Ligen mitspielen? Nein, ganz sicher nicht. Ich glaube, TCO ist wirklich wertlos im Bereich von Digitalisierung und Agilität. Interessant ist was anderes. Lass uns nicht über Total Cost of Ownership sprechen. Lass uns über Marginal Cost of Ownership reden. Sprich Grenzkosten. Wie teuer ist eine Veränderung an einem System, an einer Software, an einem Ziegelstein von mir aus? Okay? Weil das ist interessant. Das ist ganz, ganz spannend. Was entscheidet, ist die Reaktionsfähigkeit. Wenn meine Reaktion mich eine halbe Million kostet und die halbe Million wird gegenüberstellen durch irgendwie 20.000 mehr in der Revenue, dann bin ich aus dem Markt und zwar sehr schnell. Deswegen interessiert mich, wie schnell ist meine Software anpassungsfähig? Wie riskant und wie teuer ist es, an dem Ding etwas zu ändern? Okay, und es gibt so eine Kurve und die Kurve, die zeigt dort rechts nach oben. In der Verlustzone, das sind die roten Systeme, die fasse ich lieber nicht mehr an, weil das ist einfach ultra riskant oder teuer. Ich werde die Features wahrscheinlich sogar vergessen oder einfach mal wegschauen. Und es gibt die gelben und die grünen. Und jetzt, was ist das für eine Kennzahl, das TCO? MCO. Das MCO besagt ja, das Ziel, was ich verfolge, und wenn ich ein guter Manager bin, dann habe ich es wirklich dick und fett vor Augen geschrieben die ganze Zeit. Ich möchte Umsetzungskosten von gleich komplexen Sachen, gleich komplexen, fachlich komplexen Features gleich haben über die Zeit. Ich möchte nicht heute ein Checkbox für 10.000 Franken bauen lassen und dieselbe Komplexität in einem Jahr für eine halbe Million. Wenn mir sowas passiert, das ist nicht mehr gut. Das ist nicht mehr cool und das kann passieren, das passiert auch. Und ich behaupte, das ist die Größe, die ist relevant. Okay, soweit so gut. Jetzt sehe ich ganz viele Fragezeichen, ganz viele. Gut, also das ist relevant. Ich glaube, das ist relevant. Und auf dieser Kurve kann man sich bewegen, links und rechts. Und ganz viele bewegen sich rechts, ganz wenige nach links. Und ich denke, das ist eine Funktion von Fitness vom Engineering Setup. Fitness vom Engineering Setup, der zweite Begriff, wo man nicht googeln kann. Auch das habe ich erfunden. Und was ist es? Ich behaupte, es passiert alles aus einem Grund. Wir sind relativ berechenbar hier. Und der Grund würde ich folgendermaßen formulieren. Die Systeme wechseln die Farbe. Ja? Und dieser Farbenwechsel, wovon ist es abhängig? Also lassen wir es ganz, ganz einfach angehen. Wovon ist es denn abhängig? Wie wird von einem grünen System ein rotes? Mensch, Maschine,
Software Engineering, was machen eigentlich die ganze Zeit? Die Software Engineers, die probieren der Maschine etwas beizubringen. Oder? Das ist es. Wir sagen einer Maschine, das ist die Anweisung, das solltest du machen. Die Maschine macht es nachher. Also wenn ich über die Veränderung rede, rede ich über, wir möchten der Maschine was Neues beibringen, oder? So ist es. Also wenn es nicht klappt, dieser Lernprozess, ist entweder der Teacher, der Software-Ingenieur, irgendwo nicht richtig, oder die Maschine selber, die lässt sich nicht unterrichten. So einfach ist es. Und das sind die zwei Dimensionen. Es gibt nur zwei, aus meiner Sicht. Die erste Dimension, die ist horizontal, Know-how der Mitarbeiter. Wie gut sind sie technisch, wie gut sind sie fachlich, wie motiviert sind sie, wie gut sind sie sprachlich von mir aus. Die zweite Dimension ist technische Schuld. Technische Schuld haben wir als gemeinsam definiert, das ist genau das, was ich meine. Wie sauber ist die Codebasis? Wie einfach lässt sich da einlesen? Ist es dokumentiert oder nicht? Haben wir eine gute Testabdeckung? Oder macht es tatsächlich panische Angstgefühle aus, wenn ich die Codebasis irgendwo verändern möchte? Das ist die Frage. Und jetzt haben wir logischerweise, das ist ja one by one, wir können das genau schön aufteilen in vier Quadranten. Jetzt vereinfachen wir die Geschichte sehr stark, aber ich glaube, das ist wichtig, dass uns vereinfachen, komplizieren, verkomplizieren kann jeder. Wir fangen typischerweise rechts unten, oder? Wir haben ein motiviertes Team, auf der grünen Wiese haben wir Software aufgezogen, fantastisch. Stimmung, super. Wir sind stolz auf uns, wir sind effizient, weil das ist alles schön, grün, die Software ist schön. Alle verstehen das. Und die technische Schuld wächst nicht weiter, weil ja, das ist gerade genau gebaut worden. Jetzt, was passiert in der Welt? In der Welt passieren Sachen wie, ja, jetzt müssen wir aber schnell die nächste Version liefern. Ganz schnell. Und die soll ganz viel können. Das heißt, Delivery Speed wird hochgeschraubt. Jetzt sind die Leute hier, die Begabten, sind gefordert, irgendwas schnell zu liefern. Die sind noch recht müde von dem ersten Release. Sollen den zweiten machen, den 16. Was passiert nachher? Wir verschieben uns nach oben. Wieso? Dieselben Leute am Werk, aber die mussten Shortcuts nehmen. Die mussten die Software irgendwie doch noch hinbekommen. Es gibt viele Wege nach Rom. Es gibt die Quick and Dirty Wege, es gibt die richtigen Wege. Okay, also hier geht man Quick and Dirty. Schon ist man hier oben. Stimmung nicht gut, nicht gut. Wir werden gezwungen, zu schnell zu liefern. Nicht lustig, haben wir nicht gern. Wir sind auch nicht so effizient, weil langsam ist die Software nicht mehr so schön nachvollziehbar. Das ist nicht cool. Und nachher passiert was? Wenn wir das ignorieren, und wenn jetzt meine ich dann die Product Owners, die Teamleiter, wo Herr Lumitsch überdenken möchte als mittleres Kader, und alle die anderen, die sich daran beteiligen, sollten irgendwo überlegen, okay, was ist jetzt genau die Situation? Schauen wir einfach dem zu oder unternehmen wir was? Ich sage Ihnen, was passiert, wenn man zuschaut, wenn man ein bisschen länger zuschaut. Passiert genau diese Bewegung. Hopp, schon ist man hier. Wieso? Ja, die Leute, es gibt ein Law of Two Feet. Die sagen, weißt du was, nein, unter diesem Druck mache ich es nicht mehr lange mit. Ich wechsle, Markt ist effizient. Somit habe ich eine verschuldete Software und die guten Leute haben mein Team verlassen. Und dann passiert Folgendes. Dann schießt uns die technische Schuld durch die Decke. Die Effizienz ist im Keller. Und was macht Management? Management sagt, ja, hallo, IT, liefern, liefern, mehr liefern. Wir haben Sachen verpasst, Opportunitäten sind flöten gegangen, also los. Nicht gut, negative Spirale. Es gibt von diesen Dynamiken viel mehr. Jede Richtung lässt sich klar erklären und sogar vorhersagen. Ich würde das für die Diskussion danach einsparen und aufsparen, dieses Bild noch einmal einzublenden. Ich gebe einfach zu bedenken, ja, Systeme, die wechseln Farbe, der Farbenwechsel, der ist berechenbar, das passiert nicht einfach so, alles passiert aus einem Grund, die Gründe sind eigentlich bekannt, nur muss man sie wahrnehmen wollen. Und jetzt kommt die letzte Folie, glaube ich, hoffe ich. Jawohl, genau. Was ist mit der Beschaffung jetzt? Wo ist die Beschaffung liegen geblieben? Ich habe gesagt, ja, das mit dem TCO nicht gut, Einkaufserfolg muss man anders aufgleisen, anders verstehen. Ich habe
drei Botschaften an die IT-Beschaffer. Die erste: Ja, technische Schuld ist ein wesentlicher Treiber für eben Kosten, und IT-Effizienz ist ja irgendwo ja Urauftrag von der IT-Beschaffung. Und deswegen müsste das ja auf jeden Fall eine sehr gewichtige Komponente sein, indem wir unsere Lieferanten denn genau führen. Ich rede jetzt über Beschaffungskontrolling, nicht die Ausschreibung, Controlling. Ich würde gerne anregen an der Stelle, dass wir Verantwortung für den Anwuchs von technischer Schuld den Seniors geben und übertragen. Das heißt, wenn ich Seniors beschafft habe und um Seniors mein Junior-Projektteam ergänzen konnte, von einem externen Lieferanten notabene, dann möchte ich, dass dieser externe Lieferant auch Verantwortung dafür übernimmt, wie hoch die Schuld angewachsen ist und wie viel Spaghetti-Code hat er nachher denn dort implementiert. Das passiert nämlich sehr schnell. Und es gibt nachher sehr viele Gründe, wieso das so in Ordnung ist. Es gab so viel Zeitdruck und der Product-Owner wollte es und wir sind die Armen und wir haben es machen müssen. Nein. Ich erwarte von dem Lieferanten einen Dialog am Ort und Stelle, wenn das Risiko einschlägt, dass man gezwungen ist, irgendwelche Shortcuts zu machen im Rahmen der Softwareentwicklung, dass er sich meldet und dass wir kontrolliert und informiert diesen Zuwachs an technischer Schuld gemeinsam machen. Gut, der zweite ist ein bisschen versteckt, aber nicht weniger wesentlich. Wie gesagt, wenn ein Entwickler die Codebasis aufschlägt und reinschaut, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kommt er gar nicht raus, hat keine Ahnung, oder kommt er einigermaßen raus und kann schnell da reinkommen. Lieferantenabhängigkeit lässt grüßen. Wenn ein Lieferant, extern, intern, spielt doch keine Rolle, die Software wirklich in die Richtung entwickelt, transformiert, dass es wirklich hoch verschuldet ist. Urwald, das Bild vor Augen, Urwald. Dann ist nur er, wo weiß, wo der Bach durchfließt und ist es ein Bach oder nicht. Er weiß, wo die Giftschlangen sind. Er weiß auch, ob es ein Stein ist oder ein Baum. Er kann daran etwas ändern. Logischerweise werden wir nur ihn heranlassen in der Zukunft. Ja klar, wir möchten, dass die Züge fahren. Wollen wir. Dann bekommt die Firma auch den Folgeauftrag und das Spiel geht weiter. Also das ist die Ursache. Da müssen wir suchen und graben. Dort entsteht die Lieferantenabhängigkeit, behaupte ich hier. Zitat Nummer 2, auch den dürft ihr nachher zitieren. Stehe dazu. Und der dritte, jawohl, Beschaffungskontrolling, insbesondere IT-Beschaffungskontrolling, sollte MCO nehmen. Ich möchte IT-Beschaffer dran messen, wie sich mein MCO entwickelt. Weil das ist matchentscheidend. Das ist genau der Punkt. Die Kennzahl ist entscheidend bezogen auf IT-Kosteneffizienz im Software-Engineering. Genau die, keine andere. Gut, alles in allem. Ich glaube, wir brauchen einen besseren Dialog zwischen IT-Abteilung und dem IT-Einkauf. Ich glaube, der Dialog muss sich führen auf einer anderen Ebene. Und der Dialog soll einfach die organisatorische Dynamik hinter dem Software-Engineering besser beachten. Und wenn ich so Stories höre wie, ja, IT-Beschaffung hat Stundensätze gedruckt, wieder einmal, alle Jahre wieder, dann muss ich sagen, toll, super. Ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht? Unter Umständen ist die Nachricht ganz schlecht, die ist unter Umständen grottenschlecht. Weil Kosten von einem Stundensatz und Wert von einem Stundensatz sind zwei unterschiedliche Sachen. Bitte nicht verwechseln. Gut, also that's it. Also das ist die letzte Folie. Ich möchte gerne jetzt die Diskussion eröffnen und bin sehr gespannt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Sie haben am Anfang ja gezeigt, wie viele Züge die SBB plant. Wissen Sie auch, wie viele wirklich fahren? Nein, das ist nicht die richtige Frage. Also können Sie jetzt auf der letzten Folie, das war ein super Vortrag, aber er war zu schnell zu Ende. Also was heißt das jetzt konkret? Was schlagen Sie genau vor?
Okay, also Sie haben mich erwischt. Okay, also let's try this. Was würde ich konkret vorschlagen? Konkret würde ich vorschlagen, dass wir sehr gezielt und gemeinsam IT und Einkaufsabteilung nach Wegen suchen, wie könnten wir das MCO, sprich den Zuwachs an technischer Schuld, denn konkret erkennen. Wie machen wir das? Werden wir Softwarearchitekten dazu auffordern, von mir aus Drittfirma, wo man sagt, Analyse vorher, nachher, was hat sich verändert? Es ist nämlich gar nicht so schwierig zu sagen, ja, ich gebe dir ein paar Stunden oder zwei Tage Zeit, lieber Architekt, und sagst du mir, ob das Spaghetti-Code ist oder ob es eben urwäldig ist oder nicht. Und dort würde ich anfangen messen, und zwar wirklich schön Baby-Steps-mäßig in agilen Sinne. Ich möchte von Release zu Release verstehen, wie sich das entwickelt. Das ist der erste konkrete Vorschlag. Der zweite konkrete Vorschlag würde ich sagen, ja, wenn mir das irgendwo aus dem Ruder läuft, ich möchte mit dem Lieferanten Spielregeln zum Voraus abmachen. Ich möchte mit ihm abmachen, okay, falls die technische Schuld anwächst und die wächst unkontrolliert an, sprich, ich habe dazu kein Ja gesagt, dann möchte ich, dass der Lieferant für die Nachbesserung finanziell aufkommt. Ganz einfach, es klingt brutal, aber es ist zum Voraus abgemacht, es ist eine Spielregel. Das suche ich. Und diesen Risk-Share, den müsste man einfach zum Voraus abmachen. Der Thomas Molitor, da sitzt er, der hat mich auf die Ideen von Risk-Share gebracht. Ich habe auch mit ihm sehr, sehr viel diskutiert. Er hat ja sein Agiles Agreement konzipiert und da drin ist die Rede eben von, lasst uns etwas vereinbaren zum Voraus, lasst uns Risiko schön aufteilen, dass wir nachher keine Diskussion führen müssen. Und ich würde in seinem Rahmenwerk gerne Risk-Share hochfahren lassen, wo es heißt, ja, und wenn auch der ganze Funktionsumfang geliefert gekommen ist, termingerecht und Budget, ist es nur die halbe Miete. Ich möchte wissen, ob die Software zum Urwald worden ist oder nicht. Also das ist meine sehr konkrete Vorstellung oder Wunschvorstellung, so würde ich es angehen. Unter Nachbesserung versteht man ja typischerweise eine Fehlerbehebung. Und hier geht es ja weiter. Also ein Lieferant, wenn ich sehe, der hat eine technische Schuld, dann kann er den konkreten Fehler beheben. Er hat aber die technische Schuld noch nicht behoben. Das Einzige, was er normalerweise ja schuldet, ist eine fehlerfreie Software. Aber das ist ja, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Mit Nachbesserung behebt man den Fehler, aber nicht die technische Schuld. Ich habe genau diese, man hört mich, oder? Ich habe genau diese Diskussion geführt mit Einkäufern, mit Fachmännern. Und die haben mir gesagt, ja, wir kennen das und das heißt versteckte Mängel. Das ist die Kategorie offensichtlich nach dem Jargon. Sprich, funktional tut es ja alles liefern, was wir wollten, aber es hat versteckte Fehler drin. Und diese Klausel ist typischerweise in den AGBs auch dabei. Also wenn die zum Vorschein kommen und die sind nachweisbar, dann sind sie soweit. Aber es ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Danke für die Frage. Wir müssen leider weitermachen, aber beim Kaffee könnt ihr sicher noch diskutieren. Vielen Dank, Vladimir. So, vor 5 Jahren, als Herr Stefan Sutter und ich uns da ins agile Beschaffungswesen verkrallt haben, da haben uns alle Rechtsanwälte gesagt, vergesst das, Vertrag und Agilität, das geht nicht. Ich freue mich, dass wir heute den Dr. Wolfgang Strahl bei uns haben, vom Augsburger Deutschen Partner, er ist Rechtsanwalt dort. Und ich glaube, er hat sich ungefähr vor 2 Jahren in die Agilität verkrallt, wie wir uns das auch gemacht haben. Und er ist jetzt wirklich der Experte bezüglich agilen Verträgen. Er hat 2 Papers geschrieben, die wird er dann auch noch in Referenzen zeigen. Die können Sie beziehen zu agilen Verträgen. Und ich denke, jetzt
haben wir wirklich die Möglichkeit, was bedeutet Agilität und Vertrag, geht das zusammen? Jetzt haben wir wirklich endlich mal den Spezialisten bei uns. Herzlich willkommen, Wolfgang. Herzlichen Dank. Deine Einführung freut mich natürlich, aber es macht es mir enorm schwierig. Ich bin nicht der Experte für agile Verträge. Etwas tröstlich ist, dass es nicht wahnsinnig viele Experten für agile Verträge gibt. Und das hängt damit zusammen, dass dieses Thema einfach noch relativ neu ist und dass auch alle Juristen hier im Moment stark am Lernen sind. Der Start mit Agilität war ja vielleicht so etwas schwierig. Sie erinnern sich an das Agile Manifesto, wo gesagt wurde, wir wollen nicht lange Verträge, sondern lieber Vertrauen beim Kunden schaffen und keine umfangreichen Dokumentationen, sondern lieber gerade funktionsfähigen Code. Ich denke, es ist ein Zeichen der Reife dieses Themas, Agilität, dass sich jetzt sogar die Juristen auch damit befassen und langsam nach Lösungen suchen, wie man vielleicht Agilität mit Beschaffungsverfahren, Agilität auch mit Verträgen irgendwo in einen Einklang bringen kann. Mein Fokus ist heute auf agilen Verträgen. Da war lange umstritten, welche Qualifikation hat denn so ein agiler Vertrag? Anbieter haben begreiflicherweise eher Sympathie für Auftragsrecht, wo möglichst vielleicht nach Aufwand realisiert wird. Lange Zeit war umstritten, ob es überhaupt werkvertragliche agile Verträge gibt. Ja, ich glaube, das kann ich sagen, das gibt es. Meistens haben wir wohl eine Kombination von verschiedenen Elementen in solchen Verträgen, vielleicht werkvertraglichen Elementen, auftragsrechtlichen und auch weiteren. Wie kann so ein Werk überhaupt vertraglich strukturiert werden? Natürlich können Sie einfach einen Vertrag schreiben, der von A bis Z die ganze Vorbereitung und Entwicklung enthält. Ab und zu gehen Sie das eher schrittweise an. Vielleicht zuerst einen Vertrag über eine Initialisierungsphase, später dann über eine Realisierung. Bei Projekten, bei denen absehbar ist, dass sie längere Zeit dauern und eine gewisse Komplexität haben, glaube ich, machen meistens Rahmenvertragsstrukturen Sinn. Und investieren Sie am meisten Zeit in den Rahmenvertrag, wo Sie Regeln für die gesamte Zusammenarbeit vielleicht während mehrerer Jahre definieren. Dann gibt es vielleicht einen Einzelvertrag für eine Initialisierungsphase und ich denke, gerade bei dieser Initialisierungsphase kann man viel Prophylaxe in Bezug auf technische Schuld treffen, wenn die Architektur gut aufgesetzt wird, wenn auch die Prozesse gut aufgesetzt werden, sodass vielleicht ein bisschen weniger Zeitdruck nachher bei den Sprints entsteht. Das kann helfen. Die Realisierung in Sprints, Releases, System Increments, was auch immer. Da haben Sie die Möglichkeit, vielleicht auch werkvertragliche Elemente hineinzubringen. Sehr bald und bei agilen Projekten noch etwas schneller als bei Wasserfallprojekten haben Sie ja Code, der im Betrieb ist. Und dieser Code muss irgendwie gewartet werden, da kommen dann sehr schnell die Bugs. Von dem her, ein Rahmenvertrag sollte auch schon geeignete Strukturen nachher für die Wartungs- und Supportphase bieten. Und es sollte frühzeitig geklärt werden, wie Wartung und Support folgen. Ob einfach alle Fehler, die man inzwischen gefunden hat, beim nächsten Sprint noch vom Team abgearbeitet werden müssen oder ob es da eine eigene Organisation gibt, wie sie auch das Know-how, den Wissenstransfer
sicherstellen. Zu den vertraglichen Rahmenbedingungen habe ich Ihnen für die Unterlagen, die, glaube ich, morgen aufgeschaltet werden, eine Checkliste vorbereitet, was man alles in agile Verträge packen könnte. Ich habe Anfang des Jahres einen Artikel in der Zeitschrift Newsletter publiziert, wo ich etwas mehr die Hintergründe zu verstehen versucht habe. Auch diesen Beitrag finden Sie in den Tagungsunterlagen. Zudem habe ich eine Bibliografie zusammengestellt, was ich an Literatur gefunden habe über agile Verträge. Agile Beschaffung gibt es noch fast nichts. Wenn Sie Literatur finden, die ich da noch nicht aufgelistet habe, bin ich immer dankbar für neue Literaturhinweise. Jetzt zu den Rahmenbedingungen. Da gehört sicher die Projektorganisation dazu, die ganzen Prozesse, das werden wir noch etwas genauer anschauen, natürlich die Vergütungen. Sehr wichtig für mich die Risiko- und Chancenverteilung. Nicht nur bei agilen, sondern auch bei sonstigen Projekten, glaube ich, macht es Sinn, wenn man vor man startet, mal eine Risiko- und Juristen vergessen das manchmal, auch Chancenanalyse macht und sich überlegt, was kann alles hier schieflaufen bei diesem Projekt, auch bei diesem Setup, das wir geplant haben, umgekehrt, wo sind die Chancen und wie können wir das vertraglich optimieren. Einige dieser Risiken und Chancen kann man tatsächlich mit geeigneten vertraglichen Formulierungen, vertraglichen Instrumenten optimieren. Und mit ungeeigneten, glaube ich, kann man die Risiken, ähnlich wie technische Schuld, zusätzlich erhöhen und die Chancen reduzieren. Wichtig ist sicher auch die Frage Rechte an Arbeitsergebnissen, am Code, Dokumentation, soweit es Dokumentationen gibt und so weiter. Dann lohnt es sich, Zeit zu investieren in die Abnahmeverfahren. Zu überlegen, wie nehmen Sie die Entwicklungen ab? Gibt es einfach mit der Auslieferung jedes Product Increments einen Sprint Review oder gibt es irgendwo dann noch Releases, über die es ein Abnahmeverfahren des Releases gibt oder vielleicht sogar noch eine Gesamtabnahme, eine Integrationsabnahme, wo Sie das Zusammenspiel mit dem ganzen System testen? Und auch was prüfen Sie da? Da werden wir noch dazu kommen. Verknüpft mit Abnahmefragen sind die Gewährleistungsfragen. Wie lange muss man da noch nachbessern? Wer muss Mängel beheben? Das ist etwas tricky bei agilen Projekten, etwas komplexer als bei klassischen Softwareprojekten. Das werden wir noch sehen. Dann sicher auch Zeitrahmen und Beendigungsmodalitäten. Bei den Prozessen, denke ich, ist es wichtig, die Phasen gut zu überlegen, wie man das Ganze strukturiert. Ich werde Ihnen nachher eine Idee noch etwas vertiefen mit der Checkpoint-Phase. Dann auch, wie Sie überhaupt den Aufwand schätzen, wie Sie zum Backlog kommen, wie Sie den repriorisieren. Das sind typische agile Themen, die sollten aber irgendwo im Vertrag abgebildet werden. Verträge schreiben Prozesse fest. Sie können in diesem Rahmenvertrag verweisen, zum Beispiel auf den Scrum Guide, aber ich glaube, wenn Sie nur irgendwelche AGBs nehmen und einen Verweis auf den Scrum Guide einfügen, dann haben Sie noch nicht die Prozesse, die für Ihr Projekt jetzt wirklich geeignet sind, festgeschrieben. Die müssen durchdacht werden. In den Verträgen bezeichnen Sie auch die Meetings, die Zeremonien, die Sie durchführen wollen, Qualitätssicherung und Testing, auch wo Sie das überhaupt thematisieren. Vielleicht gibt es da zum Beispiel auch Account-Management-Gespräche, wo Themen wie technische Schuld diskutiert werden. Reporting und Controlling, vor allem bei großen Projekten, Change-Management,
Abnahmen haben wir schon erwähnt. Least but not last, Eskalationsverfahren. Richter sind als Juristen wenig geeignet, um IT-Projekte in Schieflage irgendwo wieder gerade ziehen zu können. Und das gilt noch mehr für agile Projekte, die erstens schnell wieder ins Lot gebracht werden müssen und die Richtern noch schwieriger zu erklären sind als solche, als sonstige Entwicklungsprojekte. Ich möchte nicht auf alle Vergütungsmodelle eingehen, die sich herausgebildet haben für agile Entwicklungen. Ich möchte Ihnen nur eines etwas näher vorstellen, das ist der agile Festpreis. Sie finden dazu auf der Literaturliste auch ein interessantes Buch von Oppelt, Gloger, Pfahl-Mittermeier, mittlerweile in der zweiten Auflage, wo dieser agile Festpreis näher beschrieben ist. Allerdings geht es vom deutschen Recht und nicht vom schweizerischen Recht aus. Sicher brauchen Sie eine Vorbereitungsphase bei jedem größeren agilen Projekt. Das ist auch vielleicht der Zeitpunkt, wo ein Rahmenvertrag abgeschlossen wird, wenn Sie den nicht schon mit einer Ausschreibung vorgegeben haben. Dann macht es Sinn, die Zusammenarbeit mal zu testen. Mal zu testen, wie gut kommen wir überhaupt miteinander zugange. Auch zu testen, wie schnell gelingt es dem Anbieter, hier einzelne User-Stories zu realisieren. Hier wird die Velocity des Entwicklungsteams bestimmt. Nach 2 bis vielleicht 5 Sprints haben Sie, denke ich, einen Erfahrungswert, der auch dem Anbieter erlaubt, ein definitives Angebot zu einem Festpreis abzugeben. Wir werden noch dazu kommen, wie das mit dem Vergabeverfahren vielleicht kombiniert werden kann. Dann die Realisierung, vor allem wenn Sie Releases haben, größere Einheiten, das können Sie vielleicht ähnlich wie bei anderen Werkverträgen dann auch vertraglich regeln. Sicher wird es Changes geben im Rahmen des Projekts. Solche, welche außerhalb des Scopes liegen, die muss typischerweise immer der Auftraggeber zahlen. Solche, die innerhalb des Scopes liegen, da gibt es zumindest einen frommen Wunsch, manchmal lässt er sich auch leben, dass nämlich immer dort, wo man zusätzliche Aufwände hat, man dafür bei einer anderen User-Story auf die Realisierung verzichtet oder Einsparungen finden. Das funktioniert manchmal, weil wir hier ein sehr sequenzielles Vorgehen haben. Manchmal funktioniert das nicht so gut. Im Wissen, dass das manchmal nicht so gut funktioniert, wird häufig schon ein Safety-Charge vereinbart. Und irgendwo ist dann auch diese Safety Charge sicher ausgeschöpft. Hier kann vielleicht ein Modell des Risk Shares helfen, dass Sie mit dem Anbieter vereinbaren, sobald der Aufwand innerhalb des Scopes eine gewisse Grenze erreicht hat, wird zum Beispiel nicht mehr der volle Stundenansatz in Rechnung gestellt, sondern ein reduzierter Stundenansatz, der vielleicht immer noch kostendeckend ist. Sonst hat der Anbieter wahrscheinlich plötzlich gar keine Lust mehr zu realisieren. Das ist der Risk-Share, den Sie im Vertrag festlegen können. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, Gewährleistung ist tricky bei agilen Verträgen. Das fängt damit an, dass halt sehr häufig am Ende jedes Sprints ein neues Product Increment ausgeliefert wird. Das ist die Frage, lässt das jedes Mal neue Gewährleistungsfristen 2 Jahre nach Gesetz laufen oder laufen die erst, wenn ein ganzes Release ausgeliefert wird oder laufen die erst, wenn das Projekt beendet wird? Das sind Fragen, die Sie im Vertrag regeln sollten.
Generell bei Software haben Sie die Problematik, dass immer wenn ein neues Release ausgeliefert wird, da etwas neuer Code, aber auch ganz viel alter Code mit ausgeliefert wird als ein Gesamtpaket. Das ist nicht ganz bei allen agilen Entwicklungen so, bei sehr modularen vielleicht weniger, aber auch hier haben Sie häufig noch in sehr späten Releases, in sehr späten Product Increments, eigentlich schon sehr alten Code, wo die Gewährleistung vielleicht schon abgelaufen wäre. Und da stellt sich die Frage, weil jetzt das nochmal neu ausgeliefert wird, hat der Kunde jetzt nochmal zusätzlich 2 Jahre Zeit, Gewährleistungsfrist, wo er gratis eine Nachbesserung verlangen kann. Dann überhaupt, wie funktioniert die Nachbesserung und in welchem Verhältnis steht die zu Wartungsverträgen? Ab und zu habe ich Klienten, die sagen, die Gewährleistung, die reicht uns eigentlich, wir wollen da nicht nur für die Wartung extra zahlen, aber die haben dann das Problem, dass sie zwar vielleicht einen Anspruch haben, dass alle erkannten, auch versteckten Mängel behoben werden, aber dass sie nicht wissen, mit welchen Fristen die behoben werden und wie schnell eben ihr System wieder läuft, die Züge wieder fahren. Im Hinblick auf die Gewährleistung lohnt es sich, die Abnahmekriterien gut anzusehen. Ich denke, meistens in agilen Projekten haben Sie eine Definition of Done, die funktionale und nicht funktionale Anforderungen definiert, vielleicht Einschränkungen enthält für bestimmte User Stories, vielleicht haben Sie zusätzliche Akzeptanzkriterien für bestimmte Product Increments oder Releases. Und in der agilen Welt ab und zu haben Sie auch Criteria of Satisfaction, wo man sagt, wenn die Software dann eben besonders gut ist, und ich glaube, hier wäre ein Punkt, um die technische Schuld auch zu bewerten, dann gibt es einen Bonus, der extra gezahlt wird. Jetzt, das geltende Vergaberecht ist überhaupt nicht auf agile Entwicklungen zugeschnitten. Als das BÖB geschrieben wurde, war Agilität höchstens ein paar Insidern bereits im Kopf bekannt. Ich kann Ihnen hier keine Lösungen anbieten, wie man die absolut rekurssichere und günstige agile Beschaffung durchführen kann. Aus meiner Sicht ist das Instrument des Dialogs besonders interessant für komplexe, agile Beschaffungsprojekte, weil Sie hier innerhalb der Dialogphase eine Checkpoint-Phase einbauen können. Hier können Sie mit 2, 3 selektierten Anbietern im Rahmen des Dialogverfahrens, wo Sie eine Dialogvereinbarung mit denen geschlossen haben, einen initialen Backlog diskutieren, erstellen, vielleicht auch ein paar Sprints bereits realisieren. Und am Ende dieser Dialogphase können die Anbieter einen wirklichen Fixpreis für dieses Projekt anbieten. Das ist aufwendig, das ist teuer, Sie müssen die Sprints, die im Rahmen des Dialogs realisiert werden, vergüten. Es ist tricky, weil es kann sein, dass der eine Anbieter kürzlich schon mal etwas Ähnliches realisiert hat und jetzt einfach den Code aus der Schublade ziehen kann und dementsprechend super schnell ist bei diesen ersten Sprints. Aber nachher kommen dann ganz andere Fragestellungen, wo ein anderer dann effektiv viel schneller und viel günstiger wäre. Von dem her, der Dialog ist nicht einfach das Mittel, wie Sie jetzt die agilen Beschaffungen super realisieren können, aber sicher eine Piste de Reflexion. Und Dialog muss auch nicht immer super aufwendig sein, weil Sie müssen nicht immer sämtliche Anforderungen,
alle Rahmenbedingungen in das Dialogverfahren einbeziehen. Unter Umständen können Sie den auch etwas begrenzen auf die Punkte, die für Sie wichtig sind. Ich habe mal die CIMAP-Datenbank durchforstet, wie häufig da agil vorkommt im Zusammenhang mit Ausschreibungen und Zuschlägen. Ich habe etwas mehr als 20 Treffer erhalten. In den meisten Fällen wurden einfach Coaches für agile Entwicklung oder sowas gesucht. Ich habe noch kaum Projekte gesehen, wo man gesagt hat, wir möchten werkvertraglich etwas realisieren, aber bitte agil oder nach Scrum oder so. Hingegen habe ich schon ab und zu solche Projekte gesehen, die ganz klassisch ausgeschrieben wurden, wo ein Fixpreis oder Kostendach geboten wurde und dann nach dem Zuschlag hat der Anbieter gesagt, wir würden das gerne agil realisieren, wir haben viel Erfahrung mit Agilität und der Kunde hat sich eingelassen darauf und hat gesagt, ja, wir möchten Agilität besser kennenlernen, wir möchten das. Das gibt es auch. Dafür gibt es auch Hermes Entwicklung Agil, die versucht so ein bisschen einen Methodenmix oder eine Versöhnung der verschiedenen Methoden miteinander zu bewirken. Möglich ist auch eine mehrstufige Realisierung, dass Sie zunächst einfach mal eine Initialisierungsphase ausschreiben und dann die Realisierung als Optionen. Optionen zum Beispiel für Sprints, wo Sie eine bestimmte Anzahl vorgeben, die dann irgendwo ein Preisschild haben. Denkbar sind schließlich die Rahmenvereinbarungen. Ich nehme die hier bewusst an letzter Stelle, weil ich denke, dass sie nicht einfach die Lösung auf alle agilen Problemstellungen sind. Sie kommen hier wohl in zwei Ausprägungen vor. Einerseits, dass Sie einfach Personal einkaufen und selbst dann halt das agil oder nicht agil führen. Oder indem Sie Projektressourcen einkaufen, dann vielleicht Mini-Tenders machen und mehrere Anbieter agile Entwicklungen so anbieten lassen. In dieser Grafik habe ich Ihnen versucht, ein bisschen die Schienen des Vergaberechts und des Vertragsrechts nach Phasen darzustellen. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Ich möchte auf die Rahmenvereinbarung auch nicht noch vertiefter eingehen. Ich möchte einfach davor warnen, die Rahmenvereinbarung als das Allheilmittel für agile Beschaffung zu sehen. Wir sind fast am Ende der Zeit. Ich möchte Ihnen die praktischen Probleme nicht verschweigen. Eines ist sicher die Spezifikationstiefe und bleibt die Spezifikationstiefe. Immer, wo Sie irgendwo einen Festpreis, einen festen Zeitrahmen wollen, müssen Sie ja sagen, gegen was das dieser gemessen wird. Und das ist genau die Stärke der agilen Methoden und die Schwierigkeit beim Vergaberecht, wo Sie Angebote vergleichen möchten. Die Vergleichbarkeit von Schätzungen, Velocity, das haben wir, glaube ich, bereits gesehen. Das kann sehr täuschen, auch wenn Sie eine Checkpoint-Phase durchgeführt haben. Dann aber auch Bewertungsfragen. In klassischen IT-Projekten haben Sie irgendwo ein Preiseingabeblatt, wo ein Fixpreis oder Kostendach, vielleicht noch Optionen eingegeben werden. Wenn Sie hier zusätzlich noch Elemente wie Risk-Share, Bonus, wenn gewisse Akzeptanzkriterien erfüllt werden, einfügen, dann macht das die Preisbewertung komplexer. Am einfachsten ist, wenn Sie sowas verwenden wollen, wenn Sie selber diese Dinge vorgeben und sagen, der Risk-Share ist so und so für alle Anbieter gleich und Bonus zahlen wir unter diesen Voraussetzungen für alle Anbieter gleich. Sonst, denke ich, haben Sie sehr Mühe, einem Richter zu erklären, wie Sie die Preisbewertung transparent und gleichmäßig durchgeführt haben.
Jetzt habe ich sehr lange gesprochen über Möglichkeiten und Schwierigkeiten von agilen Verträgen, agilen Beschaffungen. Ich bin sicher, einige von Ihnen hier im Raum haben Erfahrungen, haben erfolgreiche, vielleicht auch schwierige Erfahrungen mit agilen Verträgen, mit Agilität im Beschaffungsumfeld. Mich würde sehr interessieren, was Ihre Erfahrungen sind und vielleicht auch, was Ihre Fragestellungen daraus sind. Ich habe mehrere Erfahrungen, also von der Umsetzung bis zur Beschaffung als Projektleiter, also bis zur Realisierung als Projektleiter mit agilen Festpreisen. Das funktioniert an und für sich sehr gut, wenn man dem Kunden erklären kann, dass er am Schluss unter Umständen dann doch nicht genau das bekommt, was er sich am Anfang vorgestellt hat. Dass es trotzdem das ist, was er braucht und dass es trotzdem so viel kostet, wie ursprünglich für etwas anderes offeriert wurde, das ist alles machbar, aber es ist ein sehr hoher Aufwand im Expectation Management und führt auf der anderen Seite zu sehr einfachen Verträgen, weil es letzten Endes Werkverträge sind, die sich nicht darüber auslassen, wie genau ein Sprint abläuft, wie genau am Schluss das Definition of Done oder was auch immer aussieht. Ich kann dieses Vorgehen nur empfehlen und nur von Anfang an die Kunden darauf zu sensibilisieren, dass wir jetzt beschreiben, was wir uns vorstellen, aber dass wir uns in 12 oder 28, 24 Monaten über etwas anderes freuen können, was noch genauer dem entspricht, was er braucht. Das ist ja auch in der klassischen Entwicklungswelt nicht ganz selten, dass man nach 24 Monaten schon bereits ein recht anderes Projekt hat, als man ursprünglich gedacht hatte. Nur kommt es da über das Change-Management-Verfahren und Change-Requests manchmal auch Auslegung der Spezifikationen hinein. Ich würde aber empfehlen, dass man solche Dinge wie Sprints ablaufen, im Rahmenvertrag regelt. Ich glaube, der Rahmenvertrag ist der richtige Ort dafür. Und verwenden Sie dazu auch Anhänge, die vielleicht auch erleichtert angepasst werden können während der Projektdauer. Und das muss nicht immer das Top-Management nachher unterschreiben. Ja? Ja? Entschuldigung. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es ist sehr interessant, aber ich habe gemerkt, auch sehr komplex, gerade als Juristin, die da vor dieser Problematik im Moment steht. Ich hätte nie gedacht, dass ich da einen Rahmenvertrag und Einzelverträge machen soll für die einzelnen Sprints. Das finde ich etwas speziell. Ich finde auch speziell gerade, oder ich frage mich, wie ich das dann mache, wenn ich das Ganze zuerst ausschreiben muss, oder wie dann die Offerten kommen. Ich habe einen Rahmenvertrag und ich nehme an, so wie ich es verstanden habe, die Kosten, die Festpreise werden dann später in den Einzelverträgen pro Sprint festgelegt. Also wie kann man dann vorher schon, es muss ja irgendwie bei der Offerte, muss ja ein Preis angegeben werden. Wie kann man das dann machen, wenn man davon ausgeht, es wird aber immer wieder Einzelsprints festgelegt, je nachdem, wie weit man ist. Ich glaube, hier gibt es nicht einfach eine Antwort. Das Modell mit der Checkpoint-Phase, wo man nach dieser initialen Phase einen Fixpreis für die gesamte Realisierung hat, ist einfach eines von mehreren möglichen Modellen, wie man das angehen könnte. Ein anderes Modell ist, dass man einen Grundauftrag hat mit einem Fixpreis und dass man nachher eine große Anzahl von Optionen hat, die auch einen festen Optionspreis haben, vielleicht immer der gleiche, nämlich die Kosten eines Sprints, die aber nicht bei allen Anbietern gleich viel kosten, wo man nachher
sich entscheidet, wieder einen zusätzlichen Sprint oder eben jetzt keinen zusätzlichen Sprint mehr einzulösen. Rahmenvertrag ist vielleicht Overkill für kleinere Projekte. Agilität ist ja insbesondere auch geeignet für kleinere Projekte und da ist ein Rahmenvertrag vielleicht auch ein Overkill. Vielen Dank, Wolfgang. Ja, wir machen keine Shortcuts, wir haben aber eine Reservephase und das ist die Pause. Also wenn jetzt noch Fragen sind zu den drei Vorträgen, die Referenten bleiben noch hier. Jetzt Pause, eine halbe Stunde, um 15.30 Uhr geht es dann weiter im Plenum zum Morgen. Vielen Dank.